Er wendet sich zu dir, belebt von einer plötzlichen Leidenschaft. Jahrelang tue ich schon das schon. Ich weiß, wie diese Dinger funktionieren, aber ich weiß nicht. Er blickt auf den verlassenen Bezirk unter dem Turm, wie das passiert ist. Er zeigt auf die Straßen. Man kann nirgendwo hin, das ist das Problem. Ihre Seelen sind hier gefangen wie Fliegen in einem Glas. Sie klammern sich an fauliges Fleisch. Ganz langsam, was hat die Maschine mit Seelen zu No tun? time to slow down. But I can explain. Hold a magnet over iron splinters and they stick. Yes. Rub your hand over weir wool and the hair of your head will follow it. So it is with this machine. Keine Zeit für langsam, aber Frust macht sich in seinem Gesicht breit. Ich kann es erklären. Halte ein Magnet über Eisensplitter und sie bleiben hängen, ja. Reibe die Hand über Stahlwolle, das klingt unangenehm, und die Haare auf deinem Kopf folgen. So ist es mit dieser Maschine. Er blickt dich an und lässt seine Zunge über die Ränder seiner gesunden, starken Zähne fahren. Er blickt schnell wieder weg. Er hat die Kraft, zu manipulieren, aber warum? Für was? Und wie viele andere liegen in den Ruinen von Erglan, Vath? Nein. Fokus auf diesen. Es imprisoned unsere Seelen in unseren Körpern. Cut the root between essence and flesh, left a dwindling soul stuck in a shriveling husk. Sie hat die Kraft, Seelen zu manipulieren, aber warum, wozu und wie viele andere liegen begraben in den Ruinen von Erglanfahrt? Er reibt sie mit den Fäusten die Augen. Nein, konzentriere dich auf diese hier. Sie hat unsere Seelen in unseren Körpern gefangen, die Wurzeln zwischen Essenz und Fleisch durchtrennt, eine taumelnde Seele in einer schrumpeligen Hülle zurückgelassen. An dem Abend, als das passierte, war ein Fremder in der Stadt. My assistant, he saw him. He laughed. Said he was spooked by the cemetery. Perhaps it was already too late. I don't know what he did. But by morning the machine was on and we were slain. People were already on the streets, complaining of neighbors and family members acting strangely. Ich habe ihn nicht gesehen. Mein Assistent, er zögert, seine Lippen bewegen sich lautlos, als könnte er sich seinen Namen nicht erinnern oder ihn nicht aussprechen. Er hat ihn gesehen. Wir haben gelacht, gesagt, er hätte Angst vor dem Friedhof. Vielleicht war es schon zu spät. Ich weiß nicht, was er getan hat, aber am Morgen war die Maschine eingeschaltet und wir wurden getötet. Die Leute waren bereits auf den Straßen und beschwerten sich, dass Nachbarn und Familienmitglieder sich seltsam verhielten. Du bist nicht wie die Guts auf der Straße. My body is dead. My soul, imprisoned in this corpse, only makes it seem otherwise. And as the body decays, so does the mind. Until nothing is left but the hunger. The only way to forestall the process is through a regular infusion of essence. Living flesh is the only ready supply. Ja, das kennen wir schon. Unten im Erbhügel gab es ja die eine verrückte Frau, die sich Leute in der Speisekammer gehalten hat. Nur nicht. Etwas rasselt in Ademels Kälte und er verzieht das Gesicht. Aber das werde ich sein. Mein Körper ist tot, meine Seele gefangen in dieser Leiche. Es ist nur anders erscheinen. Und wenn der Körper zerfällt, tut es auch der Geist. Bis nichts mehr übrig ist als der Hunger. Er röchelt und wirkt und mustert dich auf eigenartige Weise. Der Fortschritt lässt sich nur durch regelmäßige Aufnahme von Essenz verlangsamen. Lebendes Fleisch ist die einzige verfügbare Quelle. I'm not proud of any of it. Hunting men and women in the early days of the affliction. Picking off soldiers that came to investigate. But I'd do it again. I'll do it as long as I must to end this disaster. Eine zitternde Hand kratzt an seiner nackten, von der Feuer zerfressenen Brust. Ich bin nicht stolz darauf, in den frühen Tagen der Krankheit Männer und Frauen gejagt zu haben, Soldaten gehört getötet zu haben, die Ermittlungen anstellen wollten. Aber ich würde es wieder tun, ich werde es so lange tun, wie es nötig ist, um diesem Desaster ein Ende zu setzen. You could help. Help me end this. Help me find sustenance. Seine Augen funkeln. Und er leckt sich die Lippen mit einer rissigen und schrumpeligen Zunge. Du könntest helfen. Hilf mir, das zu beenden. Hilf mir, Nahrung zu finden. Was ist mit deinem Kollegen geschehen? I realized what had happened. The district had already been sealed.
So we fed when we needed, and locked ourselves in the tower to work. And then there came a time when the hunger struck, and there was hardly anyone left. Als ich erkannte, was geschehen war, war der Bezirk bereits abgeriegelt. Also aßen wir, wenn es nötig war, und schlossen uns im Turm ein, um zu arbeiten. Und dann kam der Hunger, und es war kaum jemand übrig. Also hat Altheim seinen Assistenten getötet, damit er weiterarbeiten konnte. Beziehungsweise erlöst, weil tot war er ja schon. Wie kann ich helfen? Not your help I need. It's Herodot, shrew, squanders her research on frivolities, then refuses to make herself useful. Runes. The runes are the last part of the puzzle. Ekantha knows them. She gives them to you, and you can turn the machine off. Release our souls. Nicht deine Hilfe brauche ich, sondern Almin Knotwind, Haridan Megere. Er schaut und runzelt die Stirn, vergeudet ihre Zeit mit Frivolitäten und weigert sich daran, sich nützlich zu machen. Runen, die Runen sind das letzte Teil des Rätsels. Ikanta kennt sie, sie gibt sie dir und du kannst die Maschine ausschalten, unsere Seelen befreien. Moment, Runen, irgendwie tanische Runen, sie kann sie lesen? Er spricht so unbeeindruckt von dieser Leistung. Sprechen wir stattdessen über diese Megere. Hagrim, ich würde sie gerne einmal befragen. Mit dieser Megere. Sie war an dem Abend, an dem die Maschine sich einschaltete, nicht hier. Sie war bei einem Gönner irgendwo in der Nähe. Zu gut, um sich mit uns Ignoranten abzugeben. Ich werde die Worte von Ikanta beschaffen. Ikanta. She was here. In the district. Probably here still. Always prepared. Clever lady, that one. Perhaps you bring me something. Something to keep me sharp. Then I show you a secret about the machine. Something to make you strong. Ups, das habe ich jetzt nicht vorgelesen. Also er hat gesagt, wir sollen die Runen beschaffen und ihm vielleicht etwas mitbringen, was ihm am Leben erhält. Dass er mir zeigt, wie die Maschine funktioniert und dass die mich stärker macht. Das ist ein Beseeler in seinem natürlichen Zustand, Wächter. Er hat die Heiligkeit der göttlichen Schöpfung nie respektiert. Nur besitzt er nun nicht mehr die List, das zu verbergen. Er sollte getötet werden wie ein krankes Tier, aber nicht ohne seinen Geist vorher der Prüfung der Flamme zu unterziehen. Okay, also jetzt besorgen wir erst einmal, ich kann mir ja schon vorstellen, wen er meinte, nämlich eben jene verrückte Frau. Ins Erdgeschoss weitergehen würde ich gerne. Der bleierne Schlüssel ist wirklich durchgeknallt. Die setzen hier den ganzen Bezirk den Untoten aus. Und wir kennen nicht mal den Grund. Und die haben wohl die beiden Forscher hier geopfert, um die Maschine zu aktivieren. So wie sich die drei Akolyten geopfert haben, um die Maschine in den Ruinen zu aktivieren. Oh, und es ist Nacht und neblig. So, gucken wir mal kurz auf die Karte. Wir müssen... genau, Ikantas Haus betreten. Die wird jetzt sicherlich stinkig sein, dass wir ihr Essen geklaut haben. Aber irgendwie werden wir schon an die Runen kommen und wenn es sein muss, dann quetschen wir ihren Geist aus. Wir sind ja immerhin ein Wächter, wir haben die Macht. You return. What if you come seeking this time? Du bist mir in einer Vision erschienen, du musst etwas für mich tun. Believe me, I've heard that line before. Sie lacht wieder. Glaub mir, den Spruch habe ich schon einmal gehört. It's rude to stare, you know.
Don't worry. I've no mind to start anything with you. After all, I've stayed in such good shape by choosing my meals carefully. Es ist unhöflich, andere anzustarren. Keine Sorge, ich habe nicht vor, mich mit dir anzulegen. Schließlich bin ich nur deshalb so gut erhalten, weil ich meine Mahlzeiten sorgfältig auswähle. Sie lacht leise. Ich brauche die Worte, mit denen man die inventarische Maschine im Turm bedienen kann. That fool Aldhelm. He sent you, didn't he? I can hardly believe he's had the cleverness to survive. That simpleton thinks he can understand how to use something without understanding what it is or why it is. Sie lacht. Ein Geräusch, das halb aus dem Knistern trockener Blätter besteht, halb etwas durchdringendem, gleißendem Heißen. Dieser nahe Altem, er schickt dich, nicht wahr? Kaum zu glauben, dass er klug genug ist, um so lange zu überleben. Dieser nahe denkt, er könnte verstehen, wie man etwas verwendet, ohne zu verstehen, was es ist. Oder warum es ist. Warum es ist. Du spürst einen heißen Kern aus Stolz im Zentrum ihrer Seele lodern. He dabbles with ancient and powerful devices, with all the finesse of a blacksmith. He sends you here to petition me for aid after years of disparaging my research. I'll bet he didn't even tell you the tower's name, did he? That's his problem. Always looking for solutions without caring for meaning. Er spielt an antiken und mächtigen Geräten mit der Feinfühligkeit eines Schmieds herum. Ja, das könnte man so sagen. Er schickt dich, um mich um Hilfe zu bitten, nachdem er jahrelang meine Forschung verspottet hat. Sie schüttelt den Kopf und schüttelt das... Sie schüttelt den Kopf und schürt wütend das Feuer. Ich wette, er hat dir nicht einmal den Namen des Turms genannt. Was? Das ist ein Problem. Er sucht ständig nach Lösungen, ohne sich um Sinn und Bedeutung zu scheren. Sag mir den Namen des Turmes. It's called Ternune. They built the machine atop it to contain souls. Hold them in place. But the others I've seen. Machines scattered all over the Deerwood. Are relays built to move souls. Ikanta schließt die Augen. Tier Norvet, ihre Stimme ist plötzlich sanft. Er heißt Tier Norvet. Sie steht auf und wendet sich dir zu. Sie wischt die Hände trocken wie Pergament an ihren Kleidern ab. Sie haben die Maschine dort umgebaut, um Seen aufzubewahren, sie an Ort und Stelle zu halten. Doch die anderen, die ich gesehen habe, Maschinen überall im Dürrwald, sind Relais, gebaut, um Seen zu bewegen. Ja, das haben wir schon gemerkt. Wir haben nämlich so ein Relais ja gefunden. Jetzt wissen wir es. Ich bin immer noch der Meinung, dass das eine riesengroße Warp-Kanone ist. Na, Spaß beiseite. Ganz ehrlich, die Dinger sehen aus wie Kanonenrohre. Ein bisschen primitive, dicke Kanonenrohre. Aber ganz ehrlich, und wenn die so jetzt in einer bestimmten Reihenfolge da aufgebaut sind, könnte damit man damit bestimmt auf den Mond oder so schießen. Wohin sollten sie sich bewegen? Another mystery. Hypothetically, anywhere they wished. The real question, as always, is why? To intermix them the way a player shuffles his deck, the way a farmer rotates his fields? To collect them, like butterflies under glass? To melt them down for raw essence? Yeah, unfortunately. Ein weiteres Rätsel, hypothetisch gesprochen, wohin auch immer sie möchten. Die wahre Frage ist wie immer, warum? Um sie zu vermischen, wie ein Kartenspieler den Kartenstapel, wie ein Bauer seine Felder jährlich mit anderen Pflanzen bepflanzt, um sie zusammen wie Schmetterlinge in einem Graskasten, um sie einzuschmelzen, um rohe Essenz zu gewinnen. Ich weiß es leider nicht. Du scheinst viel über Tier Norwen zu wissen. People like Aldhelm try to read them like instructions, and in so doing, they miss their true meaning completely. Ich lese die Runen wie ein Tagebuch. Ich verstehe ihre Bedeutung. Leute wie Aldhelm versuchen sie wie eine Anleitung zu lesen und verkennen ihre wahre Bedeutung daher völlig. Warum sollten die Vegetarianer Seen auf diese Weise binden wollen? Perhaps they didn't. Perhaps that's why they built no other machines like this one. We now see the Anguithans as masters of soul manipulation, but they couldn't have attained their expertise without copious trial and error. Perhaps this was one such experiment. Oder die ganzen Dinger hängen irgendwie wie vermutet zusammen und wenn man alle aktiviert, wie die es ja gerade tun, der bleierne Schlüssel, dann passiert irgendwas Schreckliches oder Gutes oder was weiß ich.